Tja, heute mal wieder Movie von mir. Und zwar werden wir heute mal in typischen Thai-Markt gehen, in Thai Food. Wer ist bald vors Auto gerannt? Meine Fresse. Es ist so, ja, die Lichtverhältnisse sind ja ein bisschen. Ich muss mal gucken, wie wir es machen. Also, wenn meine Kusche will ja eh keiner sehen. Also. Es ist natürlich so, der war früher sehr voll. Man sieht es ja hier, es sind einige. Hier war es. Also hinter dem, hier sind alles Stände leer. Das war früher alles voll. Auch hier die Fischstände hier hinten, alles leer. Ja, ist natürlich so in der Corona-Zeit, dass viele kein Geld haben und sich nicht Essen kaufen können und dann wird im Prinzip nur das Wichtigste verkauft. Ihr seht jetzt hier mal eine typische Thai, so wird das hier gehandhabt. Die sitzen mit dem Telefon da, die bieten ihre Ware nicht an. Die sitzen eben da und spielen und dann, wenn die gerade im Spiel drin sind, kann es natürlich auch passieren, dass sie noch 2-3 Minuten eher spielen. Ich erkläre es mal so. In Deutschland, wenn man da in den Laden reinkommt, dann sagt der Geschäftsbesitzer, ich mache alles für dich, komm, du kommst bei mir einkaufen, genauso wie Gaststätten, setz dich hier hin, mach dies, mach das. Das ist aber hier nicht so. Der Thai sagt sich, wenn du zu mir kommst und einkaufen tust, meine Ware kaufst, meine gute Ware, dann hast du das zu machen, was ich will. Und dann kann es natürlich mal passieren, man sitzt 20 Minuten in der Gaststätte und sieht, wie die Karten spielen oder telefonieren. Aber naja, Thailand hält. Ich habe mich dran gewöhnt. So, hier sehen wir, ihr könnt überall gucken hier, wieder am Telefon. Sieht man es? Das ist hier so üblich, hier Telefon. Also hier gibt es alles zu kaufen. Hier hat man eben Reis, Öl, Tüten, Dings. Hier haben wir ein bisschen Fisch. Es gibt alles. Ja, ist natürlich durch die Corona-Zeit wieder viel leere Stände. Ich will mal so sagen, das, was nicht gebraucht wird, naja, die halt Pech. Bei mir ist so, wir müssen, wie in Deutschland, das so machen. Also es ist nicht alles billig hier. Einiges ist teurer. Wie zum Beispiel das Hühnchenfleisch, was ich esse, das kaufe ich lieber in der Makro. Da bin ich auf der sicheren Seite, dass das nicht zu alt ist. Und das kommt ja dann tiefgefroren und das wird hier nicht so gemacht. Das kann passieren, dass die Huhn kaufen, schlachten es. Und wenn das nicht verkauft wird, bleibt das einfach mal über Nacht in der Tüte. Die Thais stört das nicht, wenn das ein bisschen angammelt. Und die haben ja, ich will mal sagen, so ein Schweinemagen, die haut das drin. Ich habe dann immer gleich Durchfall. So, hier gibt es schöne Bananen, große, kleine, man sieht es hier. Ich esse lieber die großen, ich weiß auch nicht warum. Das ist eben so. Ich kann hier nochmal euch die Preise zeigen. Eine hübsche Verkäuferin. Von 30 Baht bis 35 Baht. Also ist alles zu haben. Die sind ein bisschen älter. Naja. So, der Stand hat zu hier. Vielleicht waren sie am Mittag. Wir sind hier in der Gemüseabteilung. Man sieht es, Mango. Ach, die schmecken so geil. Ich esse jeden Abend um 8 Uhr mein Abschlussessen eine Mango. Manchmal auch 2 oder 3. Aber die müssen schön durchgereift sein. So, jetzt, also der Markt ist hier ziemlich groß. Der ist in Temprasit Road. Viele, die hier sind, die werden es kennen. Ich will jetzt nicht den ganzen Markt ablaufen, weil hier ist an sich, hier ist die Gemüseabteilung. Und ich drehe gleich mal rum, wenn man sieht, es gibt im Prinzip immer nur dasselbe. Also in Thailand ist es mitunter so, dass es 40 Stände hintereinander mit Mango gibt, dann 40 Stände hintereinander mit Melonen. Man tut das nicht so splitten, wie wir das machen. So, also ich gehe jetzt mal nicht bis zum Ende. Ich schwenke jetzt mal nochmal rum. Ihr wollt mich ja eh nicht sehen. Naja, ein paar Leute doch. So, dass wir das mal haben. Okay, bye. Hey.
Ja, Walangs grüßen sich ab und zu. Ich habe auch mal, also in Thailand ist das zum Beispiel null Problem, einen Walang anzusprechen oder einen Thai anzusprechen. Man macht das Schwätzen, man unterhält sich und alles ist okay. So, auch, ja, wir bleiben beim Obst, das mit, dann erkläre ich euch mal später. Oh, hier ist ein niedlicher Hund hier, wackel, wackel. Ja, wie gesagt, immer lächeln, immer nett sein, da kann man alles. In einigen Großläden darf ich ja nicht filmen. Aber naja, das ist, glaube wie in Deutschland so. Da sehe ich ja auch, ich gucke ja viele Kraftsportvideos. Und wenn die dann einkaufen gehen, dann sieht man das schon. Kirschen gibt es auch hier, aber das ist eher selten. Und es ist so, dass Sachen, die es in Europa gibt und hier nicht, halt extrem teuer sind. Ihr habt ja gesehen, die Kirschen 40 Baht und die Mango ja, 25 Baht. Ja, das ist eben so, alles was eingeführt wird, ist halt teurer. Ich habe zum Beispiel ein Problem mit Käse. Ich esse so gern Käse, aber Käse wird hier nicht hergestellt. Also ist er extrem immer teuer. Ab und zu greife ich natürlich mein Portemonnaie und sage, komm, scheiß der Hund aufs Pickelbrett. Und ich kaufe mir ein bisschen Käse, aber es ist sehr selten. Also alle, an die mal hierher kommen, ein Stück Käse mitbringen, wäre kein Problem. Was mir am meisten fehlt, sind natürlich die Thüringer Bratwürste. Oh. Aber es ist natürlich auch so, dass die Thüringer Bratwurst eigentlich eher ungesund ist. Mit ihrem hohen Fett- und Wasseranteil. Aber schmeckt eben lecker. Ne? Hier gibt es Kleinigkeiten wie Nüsse und so. Also es wird alles angeboten. Öl, Tabak, Zigaretten, also alles. Der Thai kauft gerne einen hier, weil im Prinzip ist so, dass man nicht nur einkauft, man steht da, schwatzt ein bisschen, redet ein bisschen und also wie so ein kleines Smalltalk und alles ist okay. Ihr seht auch hier manchmal Vermummte hier. Das hat damit zu tun, weil der Thailänder möchte eine weiße Haut haben wie der Europäer, wie ich zum Beispiel. Und zwar hat das den Hintergrund, dass die armen Leute, die müssen auf dem Feld arbeiten. Und das ist eine Sauarbeit. Ich habe das schon mal gemacht. Das will keiner machen von euch. Im Schlamm da rummähren. Eine kleine Geschichte dazu. Ich war mit meinem Freund Ralle, waren wir bei ihm daheim. Und dann haben wir mit dem Thais abends eingesoffen. Und dann sagt der Oberthai, Schluss jetzt, Ende, wir hören auf mit Trinken, wir gehen morgen arbeiten, wir müssen aufs Feld. Und da habe ich und Ralle gesagt, pass auf, wir machen so, wir saufen weiter und wir zwei helfen morgen auf dem Feld. Wäre das okay? Und dann hat er gesagt, ja, wenn ihr morgen mithelft, dann machen wir das. So, jetzt sind wir nächsten Tag mit aufs Feld. Wer Ralle kennt, ich glaube nach 10 Minuten, der hat alles hingeschmissen und gesagt, ich will nicht mehr. So, ich habe eine Stunde durchgehalten, also wirklich völlig abgedeckt mit Sonnenbrille im Schlamm, immer gebückt. Dann muss man so, so rausrupfen, auf die Füße schlagen und ich habe also nach einer Stunde gesagt, also pass auf, ganz ehrlich, es geht nicht. Was kostet ein Arbeiter? Und da sagt er zu mir, hallo, ein Arbeiter kostet 100 Baht am Tag. Da habe ich gesagt, pass auf, hier ist 1000 Baht, das waren 2 Euro damals. Holt ihr 10 Leute und wir gehen heim. Er hat es natürlich nicht gemacht, er hat sich 1000 Baht eingesteckt und hat alleine gearbeitet. Ja gut, so viel nur nochmal so ein Zwischenthema. Wir sehen es hier. Hier gibt es Schweinefleisch. Ja, ich weiß nicht, alles leer. Es ist so in Thailand, dass
Obst, Gemüse und Reis natürlich billiger ist und Schweinefleisch ein bisschen teurer. Und in demzufolge werden die wahrscheinlich jetzt kein Schweinefleisch kaufen, also schließen die Läden. Das ist auch immer ganz lustig, das haben wir jetzt hier nicht. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das seht. Ich will mal so drauf halten, wie die Lampe aussieht. Das ist die Lampe über dem Schweinefleisch normalerweise. Das ist eben so hier, das wird nicht sauber gemacht. Ja, guck, ich zeig noch mal hier oben. Guck mal, wie dreckig das ist. Aber, das ist eben so. Hier wird gerade Wasser weggeräumt. Er kommt ja mit dem Schweinefleisch gerade. Man sieht ja Transportmöglichkeiten. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist hier hitzig warm. Also ich habe es hier 32 Grad auf meiner Uhr. Also gefühlt sind es noch mehr. Und dann steht das den ganzen Tag. Die Thais legen auch ihre Eier und so nicht in den Kühlschrank, die bleiben draußen liegen. Geht eine Zeit, sollte man auch machen, aber dann sollte man nicht 4 Wochen draußen liegen lassen. Wenn die Schwiegermutter mir manchmal Eier kocht, da merke ich nach einer halben Stunde, ach, die haben wieder draußen gelegen. Da geht es da hinten auf einmal Durchzug, einmal Wasserfall und dann geht es wieder. So, ich laufe jetzt hier noch bis zum Ende. Ihr wisst ja, ich will die Movies nicht immer zu lange machen. Die haben ja diese komischen Nüsse, aber die werden eingelegt in irgendwas. Ich weiß nicht genau in was, und die essen die Eichhörnchen nicht, das habe ich jetzt schon begriffen. Also mir schmecken die auch nicht. Es gibt auch hier Fisch, da wird auch in irgendwas eingelegt, da wird dann 2 Jahre bleibt das drinne und dann essen die das. Das stinkt so fürchterlich, wir können das gar nicht essen, wir würden da sofort Durchfall kriegen. Wie Eier, es gibt hier Eier, die sind schwarz innen drin. Ich muss die mal kaufen, muss die euch mal zeigen. Die werden, soweit ich weiß, in Pferdepisse eingelegt. Dann liegen die da, ich weiß nicht, einen Monat oder was, und dann sind die innen drin so richtig. Dann sind die innen drin richtig schwarz. Und also ich kann die auch nicht essen. Es gibt einiges, was ich hier nicht essen kann. Ja, hier nochmal. Da vorne, das war der Obstmarkt. Gemüse und Obst, das ist immer für mich so eine Sache. Und hier ist der Gemüsemarkt. Man sieht es hier, Gemüse wird eigentlich hier viel gegessen, an vielen Sachen dran gemacht. Weil es ist ja so, im Inland ist so, dass Gemüse vorm Haus wächst, bei jedem. Und in demzufolge machen die manchmal nur Reis und Gemüse. Warte mal, so ist besser. Machen die manchmal nur Reis und Gemüse. So, also das soll es erstmal gewesen sein. Meine Familie kommt hier auch gerade angeflogen. Und da gucken wir mal rum. So, Otto. Hallo. So, hallo Community. Hallo Europe. Yeah. Ja, der Süße. So, in dem Sinne, das soll es erstmal gewesen sein. An alle. Peace and for all people have eating of the world. Lasst ein Abo da, ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich natürlich auch, wenn er meine Videos guckt. Ich beobachte das immer, wie viele Minuten dann geguckt werden. Ich freue mich dann immer. Wenn die Videos mehr geguckt werden und die weniger, dann weiß ich ungefähr, was euch interessiert. Ansonsten Daumen hoch, Daumen runter, Glocke betätigen. Da ist immer so viel am Schluss. Ja, in diesem Sinne, bleibt mir treu, bleibt mir gesund und werdet glücklich. Bis die Tage. So, nochmal, ich hau nochmal kurz hinterher. Das ist für die scharfen Leute. Chilischoten, Paprikaschoten in sämtlichen Formen. Also, meine Frau hat gerade gesagt, das hier wäre die Krönung. Also, ich kann die gar nicht essen.
Ich war mal irgendwo in einer Bar, da haben sie mir eine hingehalten. Ich natürlich ein bisschen Bier getrunken, man meiner Kräfte, zack, Rinding gegessen. Oh, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe eine Stunde lang gekämpft, um dass das Gebeiße weggeht. Das war, boah, es war immer nur weg, wenn ich was getrunken habe. Jetzt kann ich ja nicht nur immer mit was zu trinken. Da habe ich mir ein Wasser bestellt, immer einen Schluck getrunken. Also eine Stunde habe ich gekämpft mit mir wie Wahnsinn. Und nicht nur das, ich habe dann auch gemerkt, wie die im Bauch angekommen sind. Das hat doch mal gebrannt. Und vom nächsten Tag will ich gar nicht reden. In diesem Sinne, alles klar, bleibt mir treu, bis die Tage.